sind heute zu Gast im Deutschen Röntgenmuseum in Remscheid-Lennep und im Geburtshaus von Wilhelm Conrad Röntgen, dessen Jubiläum wir in diesem Jahr feiern. Wir feiern nicht nur das Jubiläum, das 175. Jubiläum seines, ja, will man sagen, Geburtstages, das eigentlich am 27. März dieses Jahres hätte stattfinden sollen, mit großer Festivität. Aus besagten Gründen ist das ausgefallen. So haben wir uns gedacht, wir besuchen diesen wunderbaren Ort. Wir besuchen das Deutsche Röntgenmuseum in Remscheid-Lennep. Und hier sind wir zu Gast und bedanken uns bei dem Direktor Dr. Uwe Busch. Mittlerweile haben wir fast 2000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, haben alle Exponate quasi in der Grundlage von den Kollegen der Deutschen Röntgengesellschaft von seiner Zeit übernommen. Die Sammlung ist erweitert worden. Insgesamt 155.000 Objekte befinden sich dort. Und man kann auf dem Weg durch das Haus dann sehr schön auf den Fußspuren von Herrn Röntgen wandeln. Man kann so ein wenig etwas aus seinem Leben erfahren. Man kann aber auch natürlich nachvollziehen, wie hat er die Strahlen entdeckt und was ist daraus geworden. Und das ist halt nicht nur der Bereich der Medizin, sondern das ist ein umfassender, großer Bereich, der quasi von dem ganz Kleinen in der Welt, vom Mikrokosmos bis hin zum Makrokosmos ins Weltall geht. Und darüber kann man sich bei uns im Museum informieren. Viele davon, oder einige davon, präsentieren wir natürlich auch in unserem Reiseführer, sodass man mal die Orte so ein wenig nachvollziehen kann, wo passiert denn heute noch tatsächlich das Röntgen auch außerhalb der Kliniken und der Arztpraxen. Also meiner Meinung nach, das Fazit ist einfach, dass Röntgen hat absolut Zukunft. Mhm. Genau, nicht nur Vergangenheit, unsere Standortbestimmung heute wird bestimmt von der Entdeckung von Wilhelm Conrad Röntgen und natürlich unsere Zukunft auch. Aber Sie haben es verschiedentlich gerade schon anklingen lassen. Sie haben ja gemeinsam mit Herrn Professor Wilfried Rosendahl von den Reichs-Engelhorn-Museen in Mannheim die Idee gehabt, zum Jubiläumsjahr, zweifaches Jubiläum von Wilhelm Conrad Röntgen, ein Buch zu machen. Aber es wäre jetzt einfach für Sie, die Sie aus der Wissenschaft kommen, ein erneutes wissenschaftliches Buch, nicht, dass das nicht auch von Wissenschaftlern gemacht wäre, zu publizieren, aber viel eher wollten Sie etwas machen, um einen bestimmten Charakter auch von Wilhelm Conrad Röntgen zu beschreiben. Er führte ein sehr bewegtes Leben und so haben Sie gesagt, er hat viele Spuren außerhalb, beginnend natürlich immer in seinem Geburtsort, Remscheid-Lennep, aber er hat viele Spuren in der Welt, in Deutschland und vor allem auch den Nachbarländern hinterlassen. Sie haben einen Kulturreiseführer auf den Spuren von Wilhelm Conrad Röntgen gemacht, auf den Spuren des Entdeckers der X-Strahlen. Und zwar stellen Sie 50 Städten zur Geschichte, zur Entdeckung, aber auch zur Anwendung der Röntgenstrahlen in Deutschland und den Nachbarländern vor. Also ein gut zu benutzendes Reisebuch. Sie haben vorhin erwähnt, das ist etwas, von dem wir hier auch umringt sind im Geburtshaus. Sie haben ein Archiv. Ein Archiv mit zahlreicher Korrespondenz, mit den Urkunden, Patenten, was auch immer es gab, was Conrad Röntgen zuteil wurde. Das verwalten Sie, verwahren Sie, aber was Sie auch tun, was uns sehr beglückt hat, das ist das private Reisefotoarchiv von Wilhelm Conrad Röntgen, das wir, an dem wir uns sehr und sehr gerne bedient haben für diesen Kulturreiseführer. Interessante Aufnahmen, die wirklich zeigen, wo er überall gewesen ist und was ihn interessiert hat und wo man auch heute noch seine Spuren sehen kann und ihnen tatsächlich folgen kann. Conrad Röntgen machte das Unsichtbare sichtbar. Und in Ihrem Museum hier in Remscheid-Lennep ist man umgeben von diesen Dingen. Hier sind wir zu Gast, hier wird sein Leben, aber vor allem auch sein Forschen und die Weiterführung seiner Entdeckung perfekt dokumentiert und perfekt gezeigt bis in die Jetztzeit. Und an welchen Orten, Museen, Sammlungen kann man denn heute noch auch nicht nur die gegenwärtige Forschung, sondern auch für die Zukunft die Forschung oder aber anderes in Deutschland und Nachbarländern noch besichtigen? Es gibt vielfältige Orte, immer wenn wir die Medizin
historischen Museen uns anschauen, die wir jetzt nicht alle in diesem Führer haben aufnehmen können. Es gibt aber auch spezielle Orte, die sich eben halt ganz dezidiert mit dem Thema Röntgen auseinandersetzen. In Brüssel gibt es ein tolles Museum von Kollegen der belgischen Radiologie, ein Radiologiemuseum untergebracht im Queen Astrid Hospital in Brüssel mit ganz fantastischen Exponaten, mit vielen netten Kollegen, die einen auch so ein bisschen in die medizinische damalige Welt der Röntgenstrahlen halt einführen. Wir haben ein ganz fantastisches modernes Museum, um dann so den Bogen in die Zukunft aufzuschlagen. In Österreich, in Linz, gibt es die Ars Electronica, ein Museum der Zukunft, wie sie sich selber bezeichnen. Und dort kann man sich zum Beispiel das anschauen, was man heute in der Medizin machen kann, nämlich die Rekonstruktion von Daten aus der Computertomographie und der Magnetresonanztomographie in dreidimensionale virtuelle Räume hinein. Und das Ganze ist so fantastisch, das muss man einfach einmal wirklich miterlebt haben, mitten in einem großen Projektionsraum zu stehen und quasi durch den menschlichen Körper hindurchtreten zu können. Ein fantastisches Erlebnis. Mal für die vielseitigen Empfehlungen und dafür, dass wir hier sein durften im Röntgen, Deutschen Röntgenmuseum in Remscheid-Lennep und in seinem Geburtshaus, nur wenige Schritt entfernt vom Museum, auch in Remscheid-Lennep. Aber wir tun das beide und verabschieden uns auch bei den Zuschauern dieses Films, indem wir einfach nochmal dieses Buch, um das es ja eigentlich auch heute gehen kann, den X-Strahlen auf der Spur, anlässlich der Entdeckung der Röntgenstrahlen vor 125 Jahren und seines Geburtstags vor 175 Jahren hier in Remscheid-Lennep. Und bedanken uns herzlich bei dem Direktor des Deutschen Röntgenmuseums, dass wir ihn stundenlang durch sein Museum und hier dieses Geburtshaus begleiten durften.